Der Kampf zwischen Jean de Carrouges und Jacques Le Gris gehört zu den berühmtesten Gerichtskämpfen der Geschichte. Le Gris vergewaltigte die Frau von Carrouges. Er drohte ihr mit dem Tod, wenn sie etwas erzählt, und baute darauf, dass sie, um ihre Ehre zu wahren, niemandem etwas sagen wird. Sie ließ sich aber nicht einschüchtern und erzählte ihrem Mann alles mit der Entschlossenheit, vor Gericht zu ziehen. Ihr Mann stand hinter ihr und sie zogen vor Gericht. Das Gericht war aber voreingenommen und sprach den Täter frei, woraufhin sie und ihr Mann all out gingen und in Paris beim König Gerechtigkeit verlangten. Es kam zu einer zweiten Gerichtsverhandlung und es gab ein langes Hin und Her, bis schließlich entschieden wurde, so kommen wir nicht weiter, wir machen einen Gerichtskampf, was zu dieser Zeit ziemlich selten und ungewöhnlich geworden war, weswegen das Ganze ein umso größeres Spektakel wurde. Auch der Kampf selbst war extrem knapp, doch es endete mit dem Täter am Boden und dem Mann des Opfers über ihm, der ihm den Helm abriss und sagte, der Täter solle seine Schuld gestehen. Dieser stritt es bis zum Schluss ab und der Mann des Opfers stieß ihm ein Dolch in den Hals und beendete den Kampf. Der Film Das letzte Duell von Ridley Scott beruht auf diesem Ereignis. Und da kann man nur sagen, geh all out, Hollywood. Happy End, wohlverdient.